Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es mit Abschalteinrichtungen zu tun. Einmal mit der speziellen Hardware und Software, wie sie bei Automobilfirmen eingesetzt worden ist, um die Schadstoffe und den Ausstoß zu manipulieren. Das hat dazu geführt, dass Millionen Fahrzeuge viel mehr Abgase, viel mehr Stickoxide ausgestoßen haben. Schwere gesundheitliche Folgen, wissen wir, haben Stickoxide zur Folge. Insofern ist das keine Kleinigkeit. Und darum müssen wir jetzt gründlich und rückhaltlos aufklären, und zwar hier und jetzt. Und es geht um eine Abschalteinrichtung ganz anderer Art, nämlich die offensichtliche Abschaltung im Hause des Ministers Dobrindt. Was passierte, wenn man Fragen nach dem Abgasskandal stellte? Das Ministerium schaltete ab und produzierte erstmal Vernebelungsschwaden und ließ nichts weiter von sich hören. Selbst dann noch, als nicht nur VW, sondern auch andere Automobilhersteller in den Fokus kamen, dass auch sie betrogen haben und falsche Abgaswerte angegeben haben. Erst dann wurden sie ein bisschen deutlicher. Sie setzten eine Untersuchungskommission ein, die dann allerdings 2 Monate lang das Ganze nachmessen ließ bei den Fahrzeugen, aber 5 Monate braucht, um diese Messungen dann auszuwerten. Das ist eine ganz offenkundige Schieflage, die nicht dazu geführt hat, dass beispielsweise die jüngsten Skandale, die uns jetzt in den letzten Tagen erst vorgestellt worden sind, zu vermeiden. Das ist echtes Versagen des zuständigen Ministeriums, und das ist nicht zu tolerieren. Schließlich geht es um die Gesundheit der Menschen hier im Land. Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, die von den Konzernspitzen durch jahrelange Manipulation aufs Spiel gesetzt worden sind. Hier ist Vertrauen zerstört worden, das eben nicht mit Geheimniskrämerei zurückgewonnen werden kann. Und darum müssen wir tätig werden. Ich will mal im Bild des Abgasskandals bleiben. Mit der Informationspolitik des Ministeriums wurden Grenzwerte weit überschritten, und zwar die Grenzwerte des politisch Ertragbaren. Die Opposition hat gar keine andere Wahl, als das schärfste Schwert zu ziehen und einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Wir akzeptieren den Umgang mit dem Abgasskandal so in keiner Weise. Nicht nur, dass im Hause Dobrindt das Fragerecht des Parlaments beschnitten wurde, das kennt man schon ein bisschen länger. Das Ministerium hat es auch nie für nötig gehalten, rechtzeitig auf Umweltverbände und Verkehrsclubs zuzugehen, weil die damals schon, vor vielen Jahren und Monaten schon festgestellt haben, es gibt überhöhte Abgaswerte, kümmert euch mal drum. Die Deutsche Umwelthilfe, der ADAC, haben Daten aus eigenen Messungen vorgelegt, null Interesse beim Ministerium. Dort zieht man es vor, die Automobilindustrie, das heißt die Verursacher dieses Skandals, zu hofieren, ihnen Geschenke zu machen in Form einer E-Auto-Prämie und eine zahnlose Untersuchungskommission. Wenn wir jetzt geht es darum, dass wir die Betrügereien nicht zulassen, dass sie jetzt beendet werden müssen. Sie müssen schonungslos aufgeklärt werden, meine Damen und Herren, und darum brauchen wir diesen Untersuchungsausschuss. Wenn wir über den Abgasskandal reden und darüber, dass wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, dann reden wir nicht nur über die Skandale der Vergangenheit. Sie haben es alle mitbekommen, gestern und heute haben WDR, der Spiegel und die Deutsche Umwelthilfe Untersuchungsergebnisse zu weiteren Fahrzeugen vorgelegt. Dort haben sie festgestellt, die Abgaswerte stimmen nicht. Es ist offenbar auch hier eine Motorsoftware eingesetzt worden bei 2 Dieselfahrzeugen von Opel, die genau das machen, was eben auch bei VW-Fahrzeugen passiert ist. Der Zafira war im Untersuchungsausschuss des Verkehrsministeriums in Gruppe 2 eingestuft worden. Man hat erhöhte Werte festgestellt, aber Gruppe 2 sagt, man hat keine schadstoffbeeinflussende Software festgestellt. Es sind nur überhöhte Werte. Und von daher, man hat gesagt, es hat keine Abschalteinrichtung dort festgestellt werden können. Und das, doch gerade das, haben doch heute der Spiegel, der WDR und die DHU vorgelegt. Gleich mehrere Abschalteinrichtungen wurden dort identifiziert. Bei den gefundenen Einrichtungen geht es nicht nur
um die das häufig von Herrn Dobrindt erwähnte Thermofenster, das es übrigens nicht gibt, das ist ein Kunstgriff aus dem Hause der Automobilindustrie. Nein, auch bei bestimmten Drehzahlen und bei entsprechendem Luftdruck wird die Abgasbehandlung einfach abgeschaltet. Es stellt sich also die Frage, hat das Verkehrsministerium wirklich alles daran gesetzt, Abschalteinrichtungen zu erkennen? Warum wurden keine Schritte unternommen, den Betrug zulasten der Verbraucher, des Klimas und der Umwelt zu beenden? Auch den Abgeordneten der Koalitionsfraktionen muss zumindest jetzt klar werden, es bedarf eines Untersuchungsausschusses, der schonungslos alles auf den Tisch packt, was wir bislang nicht erkennen konnten. Darum muss dieser Untersuchungsausschuss heute beschlossen werden. Wir gemeinsam haben es in der Hand, dass sich in Zukunft Autokäuferinnen und Käufer darauf verlassen können, dass die Hersteller auf den ihnen die richtigen Angaben auch vorlegen über Verbrauch und Abgaswerte, wenn sie sich ein Auto kaufen. Der Untersuchungsausschuss muss klar machen, in Zukunft haben Abgasbetrüger keine Chance mehr, sich zu Lasten der Gesundheit und des Klimas zu bereichern. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Kirsten Löhmann.